Howdy Partner und willkommen zu einem weiteren Part Yu-Gi-Oh! DevPro. Mit dabei ist Jacke. Hi! Es gibt Veränderungen. Willst du erzählen? Ja, okay, gut, dann erzähle ich es. Wir machen das ja so, dass wir nach Vorstellung von euch, wenn ihr euch ein Duell wünscht, was weiß ich, Yugi gegen seinen Opa oder irgendwie sowas halt, machen wir so halt nach den Vorstellungen oder nach dem Anime. Und da habe ich mir gedacht, weil ein Duell ist immer blöd, eins. Es ist halt auch abhängig von dem, was man zieht, wie ich jetzt zum Beispiel nur scheiße. Und deswegen denke ich mir, wir machen das so. Warte, jetzt muss ich ganz kurz lesen. So, ja. Jetzt muss ich auch noch anfangen. Jede Kombi. Ich hoffe, das habt ihr jetzt nicht gehört. Hast du es gehört? Ich glaube, ich hab's gehört. Okay, dann wird es auch auf der Aufnahme mit drauf sein. Dass wir jedes Duell zweimal machen, einfach aus dem Grund, es kann halt einfach sein, dass ich mal Karten ziehe, die total scheiße sind oder richtig gut und andersrum genauso. Und dass das Duell dann halt irgendwo nicht geil oder nicht spannend war. Und deswegen machen wir das so, dass das wenigstens zweimal gemacht wird. Wenn es dann unentschieden ist, überlegen wir uns eventuell noch eine dritte Runde zu machen, um vielleicht so einen Abschluss von den Duell dieser beiden Decks zu finden, aber das wissen wir halt noch nicht zu 100%. Aber zwei Duelle pro Deck-Kombi wird auf jeden Fall kommen. Damit ist es dann nicht mehr komplett glücksabhängig, wenn man zwei Chancen hat. Aber das heißt nicht, dass man halt zweimal gewinnen muss, um einen Punkt in unserer Dings zu bekommen, in unserer Punktewertung. Ja, das kommt trotzdem. Genau. Oh mein Gott. Also das erste Duell, das können wir ja schon mal spoilern, das wird Yugi gegen Kaiba sein. Wer ist, werden wir noch nicht verraten, aber das haben wir auf jeden Fall schon mal so festgelegt, dass das erste wird, weil es halt einfach doch irgendwo ein Klassiker noch mit ist. Ist auch schon abgedreht, war auf jeden Fall spannend, aber da hat man dann halt auch gesehen, dass es ein bisschen von diversen Sachen abgehangen hat. Ich weiß gar nicht mal, ich glaube, ich hatte da Urs die Fehler gemacht an einigen Stellen, ne? Wenn mich nicht täusche. Ein Fehler, ja. Oh mein Gott, ich kann das Vieh ja spezial beschwören, das habe ich voll vergessen. Das war jetzt auch dumm von mir. Aber wir lassen es jetzt einfach erstmal so. Ich wollte nämlich eigentlich eine Spezialbeschwörung machen, aber das interessiert erstmal nicht, weil das Feed noch nicht so stark ist, dass man das unbedingt holen muss. Wir warten ab, was er macht, und dann werden wir entscheiden, was kommt. Ich werde weiterspielen. Oh ja. Ja, noch eine zweite Info am Rande. Wir werden jetzt die Tage... Eigentlich sollte schon ab Montag losgehen, aber ich habe die Elgato halt immer noch nicht bekommen. Werden auf jeden Fall die ersten Call of Duty Videos kommen. Also, keine Sorge, die werden kommen. Vor allem, darauf hat die Menschheit gewartet. machen wir das jetzt am klügsten. Pass auf, machen wir das anders. Wir werden ihn hier spezial beschwören, werfen dafür diese Karte ab. Ja. Ich wusste gar nicht, dass du das Hexadeck gerade spielst. Ah ja, ich wollte nochmal das Hexadeck spielen. Wir spielen das jetzt übrigens nochmal die Kombi, so halt als kleine Inforunde. Und ja. Mann! So. Ja, unsere und Decks hier als Inforunde und dann halt, was wir eben schon angesprochen haben. Da wir ihn jetzt direkt als Spezialbeschwörung holen, ja, können wir bis zu zwei Karten vom Friedhof deines Gegners entfernen. Aber da er jetzt natürlich keine hat, was ein bisschen fucky ist, können wir da jetzt auch nichts mehr dagegen machen. Was beschwören wir denn jetzt? Du hast keine Karten mehr auf der Hand, du kannst nichts beschwören. Doch, ich mache jetzt eine Synchro-Beschwörung, mein Freund. Ach, mein lieber Freund, der Gojo-Wächter wieder. Ich weiß es noch nicht so genau. Aber ich leide zurzeit echt stark unter der Yu-Gi-Oh-Sucht. Ich hab gestern, wo ich bei Nick gepennt habe, auch mir einen Haufen Folgen reingezogen. Ich weiß süchtig, nicht. Süchtig, genau. Kevin. Ich bin süchtig. Bitte. Du bist süchtig. Ich bin süchtig, ja.
Weißt du, was ich sagen muss? Ich finde, die Hüllen hier sind zwar nicht hässlich, aber ich finde die normalen Karten Hintergründe besser. Ah, Mann, ich überlege, was ich beschwöre. Ich beschwöre das. So, den weg und einen von denen. Harry. Howdy. So, dann gehen wir jetzt mal zum Angriff über. Greifen wir das an. Und aktivieren aber vorher noch die hier. Wie ist das denn? Ja, toll, jeder Spieler. Schön, dass ich eins hab. Ah, ja, da aktivieren wir die hier. Weil dann kriegen wir wenigstens schon mal keinen Schaden reingedrückt. Und ja. So. Alles klar. Wir haben jetzt in dem Zug sehr, sehr viele Monster beschworen, was uns auf jeden Fall einen kleinen Vorteil gibt, aber man weiß halt nie, was er liegen hat. Das ist so das kleine Problem. Viererkette hatten wir auch noch nie, oder? Nee, hat man noch nie. Ich Zu überlege dem, gerade, was was ich du beschwöre, weil eigentlich eben hatte noch ich. gesagt hast, von wegen, wenn es Infos gibt, wie jetzt, spielen wir diese Konstellation. Aber ich würde sagen, die spielen wir auch, wenn wir einfach Bock drauf haben. Ja, oder wir werden uns überlegen, was wir spielen, wie wir spielen, weil wir haben halt vieles auch. Scheiße, ich weiß nicht, was ich beschwören soll. Fucky fuck fuck, die ganzen Karten, die ich jetzt. Nein! Den wollte ich gar nicht beschwören. Ich habe aus Versehen Ist drauf das denn? geklickt. War nicht mal mit Absicht. Ich wollte eigentlich ihn hier. Sagen wir mal ein bisschen das Zau das Spielfeld. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Dominiert. Non. Ich habe jetzt eigentlich eine richtig schöne Kombi auf dem Feld liegen. Das Ding ist, ich weiß nicht, was er noch alles an Fallen liegen hat. Das ist halt etwas blöd. Ich habe mir gestern, ich weiß nicht wann, die Aufnahme angeguckt, wo Nick dabei war. Ja. Und da will Nick an einer Stelle irgendwas sagen. Ich glaube, das war sogar mit Ankündigung. Und da leckt er so, dass man ihn einfach nicht versteht. Ich habe da so gelacht. Ja, das liegt aber auch an Skype. Wie gesagt, da wollen wir sowieso nochmal das Ganze ändern, dass wir auf Teamspeak wechseln. Aber ich bin da jetzt zeitlich noch nicht zugekommen, irgendwas zu machen. Die Videos hatten jetzt erstmal ein bisschen Vorrang. Und am Wochenende haben wir uns halt, oder beziehungsweise ich habe gesagt, wir nehmen uns Wochenende Zeit immer für uns selber, Freundinnen, Freunde feiern, keine Ahnung. Wir haben natürlich immer Videos für euch, das ist nicht das Problem, aber trotzdem ein bisschen Privatsphäre sollte schon irgendwo sein. Das ist schön, dass wir die gerade gezogen haben. Das ist sehr, sehr schön. Finde ich auch. Oh, das ist mies. Das ist jetzt echt Sehr, sehr mies. schön. Oh, da liegt es. Das ist jetzt echt mies, muss ich sagen. So. Ich weiß nicht, was er halt noch alles so liegen hat. Das kann echt abfucken. Sein Deck ist nicht schlecht. Dankeschön, Dankeschön. Ich habe 200 auch abgezogen bekommen. Willst du mich rollen? Das war der Effekt von der einen Karte. Ich Und habe eine er. neue Karte auch im Deck. Ich hätte richtig Bock, die zu spielen, aber Oh, gerade du bist weil ein die nicht gespielt Pisser. sind. Ich wusste es, dass es so kommt. Zum Beispiel den Tiger, den habe ich jetzt zum ersten Mal in seinem Deck gesehen. Ich weiß nicht, ob er die schon immer drin hat, aber die sehe ich jetzt zum ersten Mal. So. Schlückchen trinken. Das fuckt ab. Muss Ich auch mal glaube, sein. das Ding geht an dich. Ich weiß es nicht. Ich habe bis jetzt noch nicht so mega krasses gezogen. Das Ding ist, ich ziehe aber auch nichts wirklich Gutes. Das ist gerade mein richtiges Problem. Ich habe zwar viele Monster liegen, was mir aber bei dem Hexerdeck nicht viel hilft, weil die meisten Monster hole ich per Spezialbeschwörung. Und das ist gerade ein bisschen fucky. Zumal er uns auch extrem mit Zauber- und Monsterkarten Schaden zufügen kann. Ja, so bin ich. Zieh jetzt mal was Schönes. Ich fasse es nicht, ich zieh nur Bullshit.
Trotzdem, ich glaube, du warst mir selten so überlegen wie jetzt gerade. Ja, weil die zwei Züge, die waren echt nicht schlecht, die ich hatte. Oh, da habe ich echt viel beschworen, ne? Ein Vieh mit Spezialbeschwörung abgeworfen, das mit Wiederbelebung geholt und dann noch zwei Vieh. Ich habe 4 oder 5 Monster in einer Runde beschworen. Okay. War eine schöne Runde auf jeden Fall, aber heißt trotzdem nicht, dass wir gewonnen haben. Wohl wahr. Es kann sich so schnell ändern, gerade bei seinem Deck. Erreicht ein, keine Ahnung, erreicht ein schwerer. Ne, wie heißt das? Schwarzes Loch oder. Siehst du, das wäre jetzt was. Da hätte ich Bock zu. Waren das alle offene Monster oder alle? Ich weiß das gerade gar nicht. Alle. Oh, fuck. Ja, und das sind so halt so die Sachen. Mit solchen Beschwörungen rettet er sich eigentlich irgendwie jedes Mal. Ich weiß nicht, wie er es macht mit dem Deck, aber. Mein Cyberdeck ist auch nicht schlecht, aber es ist halt nicht wirklich so, wie meins früher war. Und das war wirklich stark, ne? Ich habe mir ja eins aus dem Internet rausgesucht, aber das ist auch nicht so Premium. Also ich versuche mal meins nochmal zusammenzustellen. Battleface. Er greift ernsthaft an. Okay. Pow. Den Effekt kann ich nicht aktivieren, weil ich keine Karte in der Hand habe. Schöne Scheiße. Ich ziehe wirklich nichts. Ich ziehe nur Bullshit. Ich hatte noch nie mit dem Hexerdeck so viele Monster gleichzeitig auf dem Feld, ne? Nee, das stimmt. Und so wie ich ihn kenne, wird sowieso jetzt noch wieder irgendeine Falle kommen, die komplett alles von mir kaputt macht. Solche Fallen hat er ja auch. Das wäre echt. Ach, was ist denn das? Beschwöre das andere. Du kannst nur einen Kreis der Feuer. Okay, gut. Och, nerv mich nicht, Alter. Cap, ich muss mich verteidigen. Digga, ich darf das Vieh nochmal angreifen. Ja, ist doch normal. Ach, das war jetzt der Effekt von deinem. Nee, ich mit demselben Monster. So, jetzt muss ich überlegen. Er nervt mich gerade schon wieder extrem. Guck mal, die Aufnahme geht jetzt schon 12 Minuten 30. Wir sind im 15. Zug. Und er holt sich wieder ein Monster nach dem anderen. Und das Schlimme ist, egal was wir zerstören, er holt fast immer direkt ein neues Vieh. Das fuckt mich auch so ein bisschen ab. Das ist so das an dem Deck, was mich so aufregt. I hate it, aber so richtig. Bist trotzdem noch in einer besseren Position. Ja, bis jetzt. Bei dir reicht aber eine Karte, um alles zu zerstören und dann bin ich gefickt. Ich ziehe nämlich gerade keine Tributmonster und ich habe bald keine Monster mehr zum Opfern. Ja, wunderbar. Machen wir's. Safe ist safe. Kann ich nicht anders machen. Ich grad. Was? Wieso konnte ich nicht meine Falle aktivieren? Weil das eine Konterkarte ist. Dafür bräuchtest du einen Konter. Also nochmal eine Konterfalle. Das hier ist eine Konterfalle. Ja, aber. Ja, keine Ahnung. Nein. Ja. Auch schön nebenbei offenbart, dass er angreifen kann, ohne dass ich was aktivieren kann. Ja, das war schön. Das war eine schöne Info, ja. Wir haben dafür gerade übrigens die Hälfte unserer Lebenspunkte eingebüßt, aber ich denke mal, das geht in dem Fall jetzt mal klar. Freust dich gerade, ja? Ja, gegen dein Feuerdeck mit meinem Hexerdeck, was gerade noch nicht mal irgendwas Starkes auf dem Feld hat, noch so gut anzukommen, finde ich schon gut. Freut mich auf jeden Fall. Gewonnen haben wir trotzdem noch nicht. Der kann uns selbst noch mit 300 Lebenspunkte fertig machen, ich garantiere es euch. Das geht so schnell. Eine Karte richtig gezogen und man hat verloren. Muss dem Herz der Karten vertrauen. Ich hoffe, dass du Scheiße ziehst. Er zieht nicht wirklich was Gutes, du Stück Dreck. Was? Das ist mir so egal. Es ist nicht wahr. Und das ist so das, was ich meine. Und er zieht auch noch wirklich ein Vieh, womit er. Wenn das jetzt durchkommt. Wenn das jetzt echt noch durchkommt, Digga.
lächerlich. Das ist gerade richtig lächerlich, Alter. Oh mein Gott. Jetzt müsstest du so eine Karte wie Hinotama oder so haben. Was? Nein! Fuck. Der Effekt von dem Vieh wird sogar aktiviert, wenn es die ganze Zeit im Friedhof liegt. Ich weiß, was ich nächste Runde ziehe. Ich habe verloren. Oh mein Gott, er hat wirklich das Duell noch gedreht, meine Freunde. Ich fasse es nicht. Ich kann mich auch nicht verteidigen. Das war's. Och, Mann. Das war jetzt echt bitter. Das war jetzt richtig bitter. Oh mein Gott. Die Karte, die wir ziehen, ist gar nicht mal schlecht. Die hätte gegen ihn sogar geholfen, weil viele seiner Züge auf Zauberkarten aufbauen. Wir aktivieren sie auch noch, damit er sie nochmal sieht. Aber das war's. War ein schönes Duell. Er wird uns jetzt auch mit minus 50... Das war wirklich schön. Ah, schade, schade, schade. Ging jetzt auch gute 16 Minuten, das Duell. Hart. Aber herzlos. Er hat uns herzlos zerstört. Vernichtet. Das gute alte Herz der Karten. Er zieht wirklich genau die Karte, die ihm als einziges Duell... Das war, glaube ich, auch wirklich die einzige Karte, die ich jetzt hätte retten können. Ne? Schwarzes Loch eventuell noch. Ja, aber da hättest du ja trotzdem kein Monster gehabt. Weißt du? Ja, ja, ja. Oh, Mann. Was, so ein Mehl, Alter. Wie kann man... Also wirklich GG an der Stelle. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. War ein interessantes und vor allem spannendes Duell. Und dann in dem Sinne verabschieden wir uns. Haut rein.